Herzlich willkommen bei MS Gamer TV. Mein Name ist Martin und ich vertrete heute den Winnie von MS Gamer TV. Tja, wir haben uns ein neues Freeware-Spiel ausgesucht. Das ist ein Horror-Adventure-Game. Nennt sich Slenderman. Slender beziehungsweise. Es geht um den Slenderman. Und wir schauen jetzt mal rein, ob es wirklich so gut ist, wie ich jetzt von einigen Leuten schon gehört habe. Und da sehen wir, was ein kleines Kind hingekritzelt hat mit Wachsmalkreide. Richtig schön. Nein, natürlich mache ich mir selbst von dem Spiel jetzt ein Bild. Ich ziehe es natürlich nicht ins Lächerliche. Und ich schaue es mir jetzt mal an. Okay, collect all 8 pages. Also, wir müssen anscheinend Seiten suchen. Ich muss mal kurz mich mit der Steuerung vertraut machen. Offenbar, wie gehabt, wie bei den meisten Spielen mit WASD, können wir in die verschiedenen Richtungen gehen. Wir haben eine Taschenlampe. Wir können mit der Leertaste nichts machen. Wir können mit der Shift können wir rennen. Und mit der Maus können wir die Taschenlampe ausschalten. Also, dann schauen wir mal ins Spiel rein. Gut, bisher sind wir in einem verlassenen Wald. Also bisher noch nichts wirklich Aufregendes. Aber es ist ja auch gerade mal der Anfang vom Spiel und dementsprechend kann ja noch nicht viel kommen. Ich renne hier mal ein bisschen durch. Jetzt habe ich gerade gar nichts gesehen. War aber mal wieder meine eigene Schuld. Tja, Leute, wer gegen Bäume rennt, dem muss auch klar sein, dass er hinterher nichts sieht. Und da finden wir auch eine nette kleine Raststätte oder was auch immer das sein soll. Sieht eher wie ein Klohäuschen aus mit diesen Kacheln an der Wand. Schau ich mal rein. Vielleicht ist ja einer zu Hause. Kann uns mal den Weg sagen. Kann uns vielleicht auch sagen, wo wir die Seiten finden. Sieht eher nach einer Folterkammer aus. So ein ekelhafter Raum und ein Stuhl. Ja, Leute, ich werde auch ab und zu mal die Taschenlampe ausschalten, weil ich nicht weiß, ob es hier eine Akkulaufzeit gibt von der Taschenlampe und dementsprechend könnten wir sie vielleicht später noch gebrauchen und deswegen nicht wundern, wenn es nachher mal etwas dunkler wird. Hier war schon mal nichts drin. Hier ging es theoretisch wieder weiter raus. Aber was wären wir für Leute, wenn wir direkt wieder den ganzen Spaß verpassen wollen? Hier geht's auch raus. Also ich glaube, diesen Architekten müsste man mal die Meinung geigen, bei so vielen verwinkelten Räumen und Wegen. Hier ist unsere erste Notiz. Always watches, no eyes. Alles klar. Oh, und jetzt geht's auch direkt los. Die Musik ist ja schon mal vielversprechend, also von der Atmosphäre her kann ich schon mal sagen, es ist äußerst gut gelungen. Ich spiele das Spiel zurzeit bei hellem Licht. Ich glaube, es würde noch besser kommen, wenn man das im Dunkeln spielen würde, gegen 0 Uhr oder so. Ich denke, dann wäre man so richtig im Feeling drin. Aber da ich nachts eher Mass Effect 3 zocke im Multiplayer, denke ich mal, dass dieses Spiel jetzt wohl der Vertreter für den Tag ist. Und da drüben sehen wir erneut eine Wand, Container oder ich kann es von hier aus noch nicht richtig erkennen. Ja, anscheinend ein Container. Wir schauen mal, weil wir müssen ja 8 Notizen finden. Theoretisch könnte die an jedem Baum, an jedem Container sein. Ich hoffe, sie liegt nicht irgendwo im Gras versteckt, wo wir sie eigentlich hätte sehen müssen. Aber
Da ist auch schon unsere zweite Notiz. Und wir sehen, ja, eine schöne Malerei, anscheinend Bäume und einen Typen, wahrscheinlich ein Slenderman, in dem es in diesem Spiel auch hauptsächlich geht. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir bald den Slenderman auch mal zu Gesicht bekommen. Also, was ich dazu noch sagen muss, ich habe von Leuten was gehört, aber das Spiel selbst noch nicht gespielt, das heißt, es ist hauptsächlich blind. Ich weiß also nur, dass wir 8 Seiten finden müssen und dass wir uns von dem Slenderman nicht erwischen lassen dürfen, weil wir dann, ja, Game Over sind. Mehr weiß ich über dieses Spiel noch nicht, aber ich hoffe, dass ich auch mehr erfahren werde. Und hier sieht man ein gutes Beispiel, wie schnell man im Kreis rennen kann. Oder? Das ist doch, ja, das ist wieder der Container. Wir sind gerade schön im Kreis gelaufen. Also, meine bevorzugte Taktik wird es ja sein, sobald ich den Slenderman sehe, dass ich die Taschenlampe ausschalte und mich mit einem Sprinttempo in die entgegengesetzte Richtung vom Slenderman bewege und erst wieder in sicherer Entfernung die Lampe einschalten werde. Da ich denke, dass er am Anfang uns noch nicht verfolgen wird oder ähnliches. Also, man muss mal gucken. Ich hoffe jetzt, dass die Notizen hier nicht an jedem Baum dran sind, sein könnten, weil das wäre nämlich nervig. Sagen wir es mal so. Weil dann müssten wir wirklich alles abgehen. Ja Leute, im Moment ist noch nichts gebacken, deswegen ist es für euch bisher auch noch nicht, wahrscheinlich nicht so interessant, aber ich hoffe doch, dass wir mit laufenden Notizen mehr Spannung in das Spiel reinbringen werden und dass ihr euch auch köstlich amüsiert, wenn ich mir vor Schreck wahrscheinlich stehen bleibe und erledigt werde. Ich bin, was so weit Spiele angeht, eigentlich keine Pussy, aber es ist immer was ganz, ganz anderes, wenn man in Videos zusieht und es selber spielt. Weil dieses Feeling kommt schon mal ganz anders hier rein, wenn man das selber spielt. Mit dem Headset und da ist der Slenderman. Also, sprinten wir mal in die andere Richtung. Und anscheinend verfolgt er uns doch. Wir hauen also erstmal von diesen Tanks hier ab. Ich weiß nicht, vielleicht will er auch gar nicht, dass wir mit seinen Tanks, die mit Gas gefüllt sind, ein bisschen grillen. Spaßverderber. Na, das kühle Bier können wir uns aber so besorgen und grillen können wir auch später selber. Also, um die Zeit sowieso nicht. Und kleine Kinder sollten ja sowieso nicht mit dem Feuer spielen. Also, rennen wir mal lieber weg. Also, die Melodie macht mir bisher mehr Angst als der Slenderman selber. Ich muss sagen, hält sich bisher hartnäckig an unsere Fersen, aber im Moment komme ich noch mit gutem Tempo voraus und bin einigermaßen weit entfernt von ihm. Und er scheint... Und er scheint uns auch im Moment nicht mehr zu verfolgen. Zumindest nicht in einer Entfernung, in der wir ihn sehen könnten. Ja, was es noch zu sagen gibt, wir haben nur eine Taschenlampe, wie er sicher bemerkt hat. Das heißt, wir können uns nicht wehren. Das heißt, es ist nicht wie Amnesia. Wir könnten keine Stühle nach ihm werfen oder Bücher. Was eigentlich viel Spaß gemacht hat. Follows. Ja. Das sind wohl nicht nur Notizen, sondern auch Hinweise.
Der Typ hat anscheinend keine Augen, wie auch, glaube ich, eben stand. Oder ich glaube, ich habe das eben in der Testaufnahme gesehen. Es sind immer Notizen, die uns Hinweise über den Slenderman geben. Er versteckt sich zwischen den Wäldern, deswegen der Slenderman auch eben zwischen den Bäumen gemalt. Ja, und die Melodie wird auch immer aufdringlicher und das bedeutet wohl, dass das Spiel so langsam interessanter wird. Wir schauen uns dann mal an, wie sich das Spiel weiter verhält, wie wir zu den Notizen kommen. Und wir sind schon wieder im Kreis gegangen. Wir sind schon wieder an seiner Bude. Bei seiner Bude, meine ich. Was nicht unbedingt schlecht ist, denn jetzt könnten wir zu den Containern und könnten mal ordentlich suchen, ob wir da vielleicht nicht auch noch eine Notiz finden. Ins Haus müssen wir nicht, da haben wir eben die Notiz rausgeholt. Ich glaube, das ist auch besser, denn wenn der Slenderman uns erwischen würde, wäre es, glaube ich, nicht so günstig für uns. Ja, und die Taschenlampe wird auch immer geringer. Ich sehe extrem wenig im Moment. Ich könnte wahrscheinlich den Slenderman nicht mehr erkennen, wenn er vor mir steht. Also, was soll's. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Notizen wir mittlerweile haben. Es müssen so 3 bis 4 sein. Hast du mitgezählt, Vincent, Winnie? 3. Wir werden anscheinend wirklich im Moment noch nicht verfolgt, also nicht so, dass wir direkt Panik haben müssten. Es ist im Moment noch nicht gruselig. Ich habe mich mittlerweile bis jetzt noch nicht erschrecken müssen. Aber was ich bisher über das Spiel sagen kann, rein von der akustischen Version des Spiels, von der Melodie, von der Atmosphäre, ist das Spiel schon richtig gut gemacht für ein Freeware-Programm. Wir werden auch den Download-Link in der Beschreibung verlinken, dass ihr euch so kostenlos runterziehen könnt und auch diesen kleinen Horror mal genießen könnt. Ich empfehle es euch, spielt es. Es lohnt sich wirklich. Ich finde es persönlich bisher nicht ganz so gruselig, aber das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Und da wartet unsere nächste Notiz auf uns. No, 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 nein, nein, nein. Anscheinend kann er ja sprechen und naja. Mehr als ein Wort scheint er wohl nicht zu sagen. Nein, nein, nein. Ich meine, macht mit seinem langen Mantel einen auf Ghostface und mit seinem weißen Gesicht, ne? Beziehungsweise bei Ghostface war es ja eine Maske. Aber ja, wir sind mal wieder in wir sind erledigt. So, das war nach 4 Seiten, nachdem ich mich doch einmal erschrocken habe. Ja,
beenden wir diese Art Testaufnahme. Wir werden den Part hochladen. Ob es noch weitere Parts von Slenderman geben wird, das bleibt abzuwarten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.